Im Moment gibt es nichts Neues zu melden, Ritter. Darf ich raten? Captain Kells hat dich geschickt. So sieht's aus. Ziehen wir uns dafür lieber zurück. Komm mit. Aus diesem Abschnitt des Terminals haben wir unser Hauptversorgungslager gemacht. Alles, was die Bruderschaft benötigt, läuft hier durch. Vorräte von der Pritwin, Bergungsgüter, wir kümmern uns darum. Der Zugang ist beschränkt auf die Logistikabteilung. Und wir verfolgen jede Kiste, jede Kugel und jeden Bolzen zurück, der durch diese Tür kommt. Sergeant Gavin. Daher kann ich solche Anschuldigungen überhaupt nicht leiden. Ich kenne jeden Soldaten in dieser Einheit. Der Gedanke, dass jemand ihre Loyalität anzweifelt, ist abstoßend. Wenn du Fragen hast, nur zu. Ansonsten steh uns nicht im Weg. Erzähl mir von den verschwundenen Vorräten. Es fehlen mehr als 20 Kisten, wenn man den Gelehrten glaubt. Nur Nahrung, Dörrfleisch, Instapüree, Mac. Das ergibt keinen Sinn. Man würde doch Waffen oder Technologie stehlen. Aber unser Dieb macht sich die ganze Mühe für Unmengen von Kram. Wo soll ich mit meiner Untersuchung beginnen? Nirgendwo. Das ist reine Zeitverschwendung. Ich habe mit meinen Leuten gesprochen. Sie haben nichts gesehen. Tegans Gelehrte haben mal wieder die Bücher durcheinander gebracht. Wenn du jemanden befragen willst, nerv Lucia oder Clark. Die kann ich entbehren. Das ist erstmal alles, Sergeant. Mein Ratschlag? Stoche ein bisschen rum, dann sag dem Captain, er soll es lassen. Ist deine Zeit nicht wert, oder meine? Bist du wegen der Diebstähle hier? Ich hab Sergeant Gavel schon alles gesagt. Ich leite die Untersuchung, Anwärter. Ich habe ein paar Fragen an dich. Oh, ist das jetzt eine offizielle Untersuchung? Also, ich möchte dem auch auf den Grund gehen. Was willst du denn wissen? Erzähl mir von den verschwundenen Vorräten. Ich weiß wirklich nichts. Ich habe die Gerüchte gehört, wie alle anderen auch, aber das war's. Welche Gerüchte hast du gehört? Dass jede Nacht Raider mit Stealth Boys kommen. Und dass Vorräte schneller verschwinden, als wir sie auffüllen können. Das ist alles Müll. Ich arbeite normalerweise nachts. Glaub mir, da stirbt man höchstens an Langeweile. Das ist alles, Anwärter. Ritter! Kupferdraht, Kupferdraht. Kannst du mir sagen, wo... Oh, tut mir leid. Wir kennen uns noch nicht. Ritter Lucia, Logistik. Was kann ich für dich tun, Ritter? Ich führe eine Untersuchung über die verschwundenen Vorräte durch. Der Captain hat einen Ermittler eingesetzt? Ist das wirklich so schlimm? Ich weiß nicht, ob ich eine große Hilfe bin, aber was willst du wissen? Weißt du etwas über die verschwundenen Vorräte? Eigentlich nicht. Wohl hauptsächlich Lebensmittel. Und Röhren? Nein, die sind einfach so verschwunden. Es sind Röhren verschwunden. Wie oft verschwinden hier Vorräte? Jemand hat sie wohl einfach an der falschen Stelle einsortiert. Clark hat sie am nächsten Tag gefunden. Kleinere Fehler passieren, aber nichts Großes. Der Sergeant beschwert sich vielleicht, aber Proktor Tegan und seine Gelehrten sind sehr gründlich. Maximal ein, zwei Kisten, aber nicht so viele. Das ist erstmal alles. Sag Bescheid, wenn du noch was brauchst. Also, wo war ich? Bin im Dienst. Was gibt's?
Wie sieht es mit den Sicherheitsmaßnahmen aus? Wir sind in einer befestigten Militärbasis, die ständig bewacht wird. Nichts kommt hier rein oder raus, ohne dass wir es erfahren. Glaubst du wirklich, die Basis ist so sicher? Ja, und selbst wenn jemand ins Vorratslager kommt, sind ständig Ritter im Dienst. Wir würden was sehen. Erzähl mir von der Logistikeinheit. Wir sind etwa 10 Leute, irgendwas in der Art. Unsere Abteilung untersteht Pod der Tegan auf der Pritwin. Sergeant Gavel ist für das Tagesgeschäft verantwortlich. Er arbeitet seit Jahren in der Logistik. Neben dem Sergeant gibt's noch Lucia, mich, die Gelehrten und ein paar andere Ritter, die nicht kampftauglich sind. Das ist alles. Sir. Kann ich dir behilflich sein? Wie sind hier die Sicherheitsmaßnahmen? Streng. Mindestens 2 Ritter und 1 Gelehrter sind immer im Dienst. Und die gesamte Basis gibt es auch noch. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Kann man diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen umgehen? Man muss bei der Logistik sein. Nur wir sind autorisiert, Vorräte rein oder rauszubringen. Und dann? Eine komplette Kiste mit Vorräten bekommt man nicht von der Basis. Bei all den Patrouillen würde das auffallen. Aber warum sollte man überhaupt was stehlen? Die Bruderschaft bietet alles, was wir brauchen. Niemand hier hat eine Verbindung zum Commonwealth. Ich weiß es nicht. Nichts davon ergibt einen Sinn. Wie ist es so in der Logistik? Gar nicht schlecht hier. Sergeant Gavel ist hart, aber ich habe schon viel gelernt. Manche Leute mögen es wohl und manche nicht. Wie Clark. Was ist mit Clark? Wir sind beide vor ungefähr 2 Jahren zur Bruderschaft gekommen. Wir treffen uns immer wieder. Neue Rekruten und so. Das ist erstmal alles. Sag Bescheid, wenn du noch was brauchst. Also, wo war ich? Was willst du? Lucia. Entschuldigung, Ritter Lucia. Wir sind der Bruderschaft gemeinsam beigetreten. Sie kommt wohl bald in ein Patrouillenteam, während ich hier bleibe. Das ist alles. Ritter. Ritter? Na schön. Gavel. Nichts gefunden? Ich sagte doch, Zeitverschwendung. Also, ich habe jeden Soldaten in der Einheit befragt. Ich habe nichts gefunden. Du wirst nichts finden. Wenn du unbedingt weitermachen willst, nerv meine Leute nicht, sondern such nach handfesten Beweisen. Du hast die Unterstützung des Captains. Du kannst jede verdammte Koje auf der Pritwin durchsuchen und niemand würde dich aufhalten. Also, brauchst du noch irgendwas von mir? Das ist alles. Kennst du diese Synths mit den Plastikgesichtern? Die finde ich echt gruselig. Noch 2 Rollen und... Na schön. Was willst du?
Das Commonwealth ist ein gefährlicher Ort. Nimm dir genug Ausrüstung mit, bevor du aufbrichst. Sich ohne Rückendeckung mit einer Todeskralle anzulegen, nimmt ganz schnell ein böses Ende. Bin im Dienst. Was gibt's? Hi. Wenn du Munition oder Waffenmods suchst, kann dir Proktor Teagan vielleicht weiterhelfen. Ist es zu fassen, dass Synths Menschen durch exakte Duplikate ersetzen? Da wird einem ja übel. Gibt es noch was? Oder verschwenden? Wenn du Synths begegnest, legst... Frage, wie gefordert Remote-Einheiten... Achtung an sämtliches Personal. Forschungspatrouillen sind ein wesentlicher Teil unseres Einsatzes hier im Commonwealth. Proktor Ingram wollte den Anzug Soldaten der Bruderschaft, ja, die noch keiner Forschungspatrouille zugeteilt wurden, sollten sich unverzüglich bei Proktor Quinlan melden. Bleibt alles zusammen? Keine Haarklammern. Das würdest du mitkriegen. Gut. Feuer! Okay, okay. Sieht alles gut aus. Und das Schiff ist auch nicht versenkt. Danke, Anwärter. Klar, jederzeit. Gott sei Dank. Ich sollte hier wirklich mal meine Rüstung anpassen. Egal wie viele Schlachten wir gewinnen, es wartet immer schon die nächste.
Wir werden das Institut aufhalten. Für Maxen und für die Bruderschaft. Was hast du auf dem Herzen, Soldat?